Es gibt ja auch noch eine Nebenkante für eine andere Und dann gibt es noch einen Radweg, der ist hunderte von Kilometern lang. In Erinnerung von Zeiten des Nationalparks für dich vorbereitet, dass die Nies jetzt auch hochreicht. Das ist mit Kühlung ein Käsebrett, ja, weil ich weiß auch, dass du gerne Käse isst. Und wir haben es dir gekühlt, weil das Wetter jetzt so warm ist, dass du es auch ein bisschen mit nach Hause bringst. Also vielen herzlichen Dank. Und ich würde dann jetzt, ich nehme es dir gleich wieder ab, aber du kriegst es wieder und würde dir das Wort für unser erstes Grußwort überreichen. Also, Dankeschön. Ja, also herzlichen Dank erstmal für das wunderbare Geschenk. Das freut mich sehr. Lieber Manuel Schweiger, sehr geehrter Bürgermeister Karlhöfer, für alle Bürgermeister und Stadträte, die heute hier sind. Sehr geehrter Herr erster Kreisbeigeordneter, auch für alle Kreistagsabgeordneten, die hier sind. Liebe Claudia Ravensburger, MDL, lieber Jürgen Frömmrich, MDL, Daniel May ist da, auch MDL, also viele Ehrengäste, aber noch viel wichtiger, ganz viele Gäste überhaupt. Und das macht ja ein solches Fest aus und das ist ganz wunderbar, dass wir diese drei Feste, diese drei Anlässe heute gemeinsam feiern können. Erstens der Auftakt zum Stadtradeln. Der Kreis Waldeck-Frankenberg ist ein sehr aktiver Kreis, auch was das Thema Stadtradeln angeht. 19 Kommunen nehmen dieses Jahr teil. Das heißt, viele Menschen, viele Teams, die sich aufmachen, in den nächsten 21 Tagen aufs Rad zu steigen und viele Kilometer zu erradeln und hoffentlich auch im Alltag und nicht nur in der Freizeit, weil wichtig ist ja, dass auch aus Klimaschutzgründen Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und sowohl der Nationalpark ist Kooperationspartner von Fahrziel Natur und auch der Kreis ist sehr engagiert in Fragen der Nahmobilität. Auch das ist ein wichtiger Faktor für das Thema klimaschonende Mobilität und ich bedanke mich sehr, dass die Kommunen, dass der Kreis hier so engagiert bei dem Thema mitmachen. Das zweite, das Nationalparkfest. Es ist immer toll, einmal im Jahr das große Nationalparkfest zu haben, diesmal eben gemeinsam mit dem Auftakt des Stadtradelns und hier am Nationalparkamt. Und da möchte ich darauf hinweisen, nicht nur, dass es tolle Stände gibt, wo man sich informieren kann, wo man auch Handwerk mit nach Hause nehmen kann oder wo man auch was Leckeres zu sich nehmen kann, sondern innen drin im Nationalparkamt ist auch im Nationalparkzentrum ist auch der neue Film zu sehen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, es lohnt sich, ihn anzuschauen. Das ist heute kostenfrei. Wenn Sie nachher noch ein bisschen Muße haben, ein bisschen Pause, dann schauen Sie sich den Film doch bitte an. Ja, und das dritte Event ist der Welterbetag, bundesweit UNESCO-Welterbetag. Und seit 2011 ist der Nationalpark zu Teilen Welterbe. An dieser Stelle, wo ist er jetzt, der ehemalige Nationalparkleiter, ist in den Nationalpark Harz, aber abge-
gereist, er darf evaluieren, ja. Aber er war eben noch da, er lässt es sich auch nicht nehmen, immer zu solchen Events zu kommen, hat mit dazu beigetragen, dass wir ein solches Kleinod in Hessen haben, einen wunderbaren Nationalpark, jetzt mit der Erweiterungsfläche. Ich war selbst an Himmelfahrt hier privat zum Wandern mit meinem Mann. Also wir sind öfter hier und Sie können sich sicher sein. Wir schätzen den Nationalpark ganz persönlich, nicht nur beruflich, und ich werde auch wiederkommen. Mein Mann wird mich begleiten, wenn ich mal nicht mehr im Amt bin, weil der Nationalpark immer dazu einlädt, mit dem Rad zu fahren, zu wandern, die Ruhe, die Stille, die Natur zu genießen. Landkreis Waldeck-Frankenberg, darf ich Sie auch heute ganz herzlich hier begrüßen. Sie sehen das schon, ich bin heute wohl einer der ganz wenigen, die hier sind, ohne Fahrrad. Das ist den verschiedenen beruflichen Verpflichtungen angelastet, die heute auf mich zukommen. Aber an so einem schönen Tag bewegt sich im Waldeck-Frankenberg viel, von Norden bis nach Süden und von Osten bis nach Westen. Aber hier das von Frau Staatsminister Dietz beschriebene Dreiklang der Veranstaltungen heute im Nationalparkzentrum, fast in der geografischen Mitte des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Das ist ja sicherlich das Highlight dieses wunderschönen Juniwochenendes. Warum machen wir Stadtradeln? Warum engagieren wir uns als Landkreis Waldeck-Frankenberg das zweite Mal in Folge für eine kreisweite Aktion? Relativ einfach. Wir haben uns alle Fraktionen oder nahezu alle Fraktionen des Kreistages, die Mitarbeitenden der Verwaltung, die Bürgermeister der 21 Städte und Gemeinden, alle gemeinsam verfolgen wir das Ziel, den Radverkehr weiterzuentwickeln, insbesondere den Alltagsradverkehr breiter zu implementieren, um das Fahrrad als Verkehrsmittel für den Alltag in die Köpfe der Menschen ein Stück weit weiter hineinzubringen. Dafür braucht es Highlights, dafür braucht es Leuchtturmprojekte, dafür braucht es Werbung unter den Menschen. Und das Stadtradeln ist eine solche Aktion, die den Menschen das Radfahren und die Möglichkeiten der täglichen Nutzung des Fahrradfahrens näher bringt. Frau Staatsministerin Hinz, liebe Ehrengäste und Gäste, was bleibt einem da noch zu sagen nach diesen wunderbaren Grußworten? Zunächst könnte ich Ihnen erzählen, dass ich heute Morgen aufgrund des hohen Besuchs aus Wiesbaden mein Fahrrad erstmal geputzt habe. Aber darüber hinaus, absolut, Frau Hinz, das hat sich absolut gelohnt. Mein Fahrrad blitzt und blinkt. Ja, darüber hinaus freue ich mich sehr, an diesem Tage Sie und euch alle hier begrüßen zu dürfen. Diese Kombination ist ja eben schon angeklungen aus dem Welterbetag, aus dem Nationalparkfest und dem Auftakt zum Stadtradeln. Ich freue mich, weil ich heute Morgen selbst mit dem Fahrrad hierher gefahren bin und habe so viele gut gelaunte Menschen gesehen auf den Wegen, an den Stationen. Da war Freude, da war Spaß im Spiel, und genau das ist es doch, was Radeln ausmacht. Ob Stadtradeln, meines Erachtens müsste es eher Dorf- oder Landradeln heißen bei uns in der Region, aber das macht ja nichts. Der Wille zählt hier, gemeinsam eine Aktion zu machen, Kilometer zu fahren in den nächsten 3 Wochen für unsere Gemeinde, aber natürlich auch für die Nachhaltigkeit und für unsere Natur. Das Fahrrad ist Sportgerät, das Fahrrad ist Fortbewegungsmittel und es ist auch das Hobby vieler, hier in unserer wunderschönen Region die Radwege zu erkunden und unsere Gegend aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Wandern ist das eine, aber beim Radfahren macht man mehr Kilometer, man sieht mehr und man erlebt die Natur ganz, ganz anders nochmal. Darüber freue ich mich, dass wir heute so viele gut gelaunte Menschen hier vor Ort haben in unserer Nationalparkgemeinde Vöhl, und im Namen dieser grüße ich Sie alle an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Wollen wir schon ein Gespräch mit mir sein, oder soll ich weggehen? Nee, beim Ulrich weiß ich, dass ich nicht zu fragen brauche, ob ich ihn veröffentlichen darf. Wir machen das immer so wie live. Wir gucken nie in die Kamera. Wir erklären den Leuten das und schauen ihnen mal hin und wieder ins Auge. Und du sagst dann, da ungefähr müsst ihr dann langfahren oder auch nicht. Okay? Ja, Mats Ohr ist ein Original. Ach, ja. Mit dem?
Dann noch auch ein NVV benutzen. Hier. Ja. NVV benutzen, ne? Habe ich gefragt. Wie die am Donnerstag vom Vorwand.